So, ich hoffe, das Ding hat euch Spaß gemacht gestern und heute haben wir uns gedacht, Bauchmuskulatur. Wir haben die gleiche Übungsabfolge wie immer, 30, 60, 90 Sekunden. Versucht das durchzuhalten. Ich habe heute wieder mein Backpack, meinen Rucksack mitgebracht, um auch einige Übungen etwas schwerer zu gestalten. Ist auch mal ganz, ganz witzig, das mit Geräten zu machen. Man kann Wasserflaschen nehmen. Wer Gewichte hat, kann Gewichte nehmen. Aber wir wollen ja Materialien nehmen, die wir zu Hause haben. Und die wollen wir nutzen, dass keiner was kaufen muss, sondern dass es relativ einfach ist. Ihr wisst, wir fangen mit dem Bauch an. Ich mache das jetzt nicht vor. Ihr habt euch wieder warm gemacht. Zwischen 7 und 15 Minuten locker euch warm gelaufen, ein bisschen gedehnt, so ein bisschen vorbereitet. Und jetzt gehen wir los mit dem Bauchtraining. Was braucht ihr heute? Matte, Saunatuch, whatever, ein Rucksack und ein Stuhl. Habe ich ja gesagt, Ralf Möller Gedächtnisstuhl. Finde ich top, die Idee. So, das allererste, was wir machen, wir fangen mal am Stuhl an. Bleibt frei sitzen und wir gehen mal ganz langsam hier. Ich gehe da wieder von der Seite, sieht man das vielleicht besser. Füße sind jetzt natürlich tief, tiefer als mein Bauch. Ich komme nach oben. Diese Übung als erstes, dreimal 30, 60 oder 90 Sekunden. Hierbei bitte den Rücken gerade lassen, spannt den Bauch ein, zieht den Bauchnabel nach innen, Brustbein nach oben, atmet ein und atmet aus. Jawohl. Und dann merken, dass Beinheben schon eine anstrengende Übung ist hier auf dem Stuhl. Das ist die erste Übung. Zweite Übung, jetzt wird es schwierig, statisch, hoch, halten. Zwischen 30, 60, 90 Sekunden. Bei 90 Sekunden bin ich immer gespannt. Wer das halten kann, das ist echt extrem. Ihr merkt das auch, wenn ihr den Oberschenkel anspannt. Hier Oberschenkelmuskulatur, die zieht natürlich extrem jetzt. Trotzdem, wenn ihr diese Übung macht, nie pressen mit der Atmung, immer einatmen, ausatmen, einatmen. Habe ich eigentlich gerade was für euch vermissen? Habe ich gesagt, ne? Jawohl, komm, jawohl, 3, 2, 1. Übung Nummer 2 auf dem Stuhl. Übung Nummer 3 auf dem Stuhl, nicht festhalten, anziehen, strecken, anziehen, strecken, anziehen, strecken, anziehen, strecken. Zeit 30, 60, 90 Sekunden. So, der Stuhl kann weg. Wir gehen auf die Matte. Dazu nehmen wir heute wieder unseren Rucksack. Und wenn ihr merkt, so langsam, ja, es wird alles besser, selbst meine Stimme wird besser. Nicht herrlich? Ja, finde ich auch. Der Rucksack ist gefüllt mit Wasserflaschen. Da könnt ihr so zwischen 2 und 8 Kilo reinpacken. Und jetzt machen wir ein Sit-Up. Dabei ist mir wichtig, dass der Rücken schön auf dem Boden ist. Fersen auf die Matte, Fußspitzen nach oben. Halswirbelsäule, Verlängerung der Brustwirbelsäule. Und jetzt kommen wir nach oben in den Sit-Up. Also wir setzen uns hin, gerade vor. Runter, hoch, Brust raus, ausatmen, runter. Und das, jawohl, auch genau in dieser Geschwindigkeit machen. Jawohl. Einatmen, ausatmen, nach oben. Sehr gut. Jawohl. 30, 60, 90 Sekunden. Hierbei ist wichtig, dass ihr den Kopf gerade lasst, Brust, wenn ihr oben seid, raussteckt, keinen Schwung holt aus der Hüfte, sondern es geht aus der Bauchmuskulatur. Sehr gut, also sehr gut habe ich gemacht. Ihr macht das hervorragend oder mega. Übung 2. Hier wieder Russian Twist, auch wieder von der Seite, glaube ich, ist das besser zu sehen. Rucksack nehmen. Meiner ist heute 2 Kilo schwer. Beine hoch und jetzt absetzen, aber Boden berühren. Über Kopf rüber. Und schaut immer hinterher. Und jetzt schaut auf meine Beine. Die sind jetzt nicht angezogen, die sind lang.
hoch, rüber, absetzen. Hoch, rüber. Jetzt haben wir nämlich gleichzeitig noch Schultermuskulatur dabei. Jawohl, sehr gut. Und sehr gut. Top. Rucksack kann weg. Lateral. Ihr macht immer zwischen den Übungen 30 Sekunden Pause. So, lateral. Wir fangen auf der linken Seite an. Ellbogen, Schulter, eine Linie. Da hier können wir natürlich Varianten, die Füße, Knie anwinkeln oder auch gerade lassen. Füße können auch nebeneinander. Ich bleibe in dieser Position jetzt und kicke jetzt auch wieder 30, 60 oder 90 Sekunden zur Matte. Jawohl, jawohl. Das ist natürlich dreimal jede Seite. Und ihr werdet auch hier merken, es gibt bestimmt eine Schokoladenseite. Oh, mein Handy oder mein Ton. Den lege ich mal hier hin. Jawohl. Ja, das ist auch nicht so einfach, wenn man immer alleine ist in dem Raum. Jawohl. Und ich euch immer nur in meinem Gedanken oder in meinem Herzen sehe. Also, 20, 60, 90 Sekunden. Und was immer kommen muss, ist natürlich the Plank. Hier, weil wenn wir Bauch machen, müssen wir immer unsere Rückmuskulatur mit ansprechen. Nur Bauch ist also ja schlecht, nur Bauch zu trainieren. Wir müssen den Antagonisten mit trainieren und der ist hier nun mal der Rücken. In dieser Position bleibt ihr. Und jetzt kann man Varianten reinbringen, Beine anheben. Oder ihr könnt, was natürlich ganz toll ist, außen, außen, innen, innen, außen, außen, innen, innen. Nur halten ist auch top. Dabei Bauchnabel hochziehen, gerade bleiben. Der ganze Körper ist bei der Übung gespannt. Das ist das Entscheidende hierbei. Arme, Oberkörper, Oberschenkel, Bauch, Rücken, Gesäß, Po, alles anspannen, halten. 30, 60 oder 90 Sekunden. Ihr könnt natürlich noch Varianten reinbringen bei den Bauchmuskelübungen oder auch bei den Rückenübungen. Ihr könnt das auch erhöhen, aber das erstmal als Training für heute Samstag. Ihr merkt, früh mit dem Rucksack ist das anstrengend. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, haltet durch und wir sehen uns morgen wieder.